Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, einen schönen guten Morgen hier in Bad Ischl. Die Sonne scheint, alle freuen sich auf einen herrlichen Tag hier in der Kur- und Kaiserstadt. Und auch wir freuen uns ganz besonders, dieses Museum auf Rädern hier im Kurpark, im Kongresshaus und Theaterhaus Bad Ischl begrüßen zu dürfen. Gutes Gelingen, Franz Hof auf deiner Douglas. Zwei, drei Viertel erstmalig mit einem Motorrad. Ich sehe, er braucht keine Stützräder, wie ich sehe, es wird auch so gehen. Da fährt er ja immer nur mit vier Rädern, der Franz Hofer. Danke für den Applaus und jetzt geht's los. Herrlich. Der alte Lederdress. Ich begrüße Ingenieur Otto Ludwig und auf einen Cadillac 4 hat im 1913 nach dem französischen Gründer Detroit 1701 nannte William Murphy seine 1903 gegründete Firma Cadillac. 1909 kaufte William Durant die Marke Cadillac, um als Spitzenmodell sein Imperium Standard of the World. Das war damals die Bezeichnung, die besten und teuersten Autos der Welt wurden von Cadillac in Amerika gebaut. Und danke für die schöne Uniform, unser Gast aus Tschechien mit diesem Cadillac 1913, 4 Zylinder, fast 5, 6 Liter Hubraum. 16 Millionen Mark bauen lassen, haben 1914 als Antriebsmann. So, Ford T, Klaus Thiel und die Johanna Thiel aus Marienzas, da auf dieses charmante Team, habe ich hier begrüßt auf einem Ford T aus dem Jahr 1914, 2,8 Liter Hubraum, 20 PS, Henry Ford war eine wahre Persönlichkeit. Gemeinsam mit den Kompanien Thomas Alva Edison hat er dieses Modell 16 Millionenfach bauen lassen, ab 1902 Jahren in den USA und gründete 1930 jetzt mal die Burg. Günther Goethe auf einem amerikanischen Fahrzeug, ein Burg der 45 Tour aus dem Jahre 15, das Team Ingenieur Günther Goethe und seiner Tochter Angelika Wenzler Goethe und Eva Goethe und Alexander Wenzler am Hintersitz. David Anwar Puig stammt aus Schottland, er kam im Alter von 2 Jahren in den USA und gründete 1903 die Detroit, die Puig Motor Company. Der Wagen wurde übrigens mit zwei verschiedenen Spurweiten ausgeliefert. Im Süden der USA war die Spurweite eine andere wie im Norden der USA. 4,3 Liter, 60 Liter. Ich begrüße Ernst Birch, der Enkel von Ferdinand Porsche mit seiner Gattin Elisabeth Birch. Er erfüllte sich seinen Lebenstraum, der eröffnete am 15. Juni 2013 auf den Tag genau 65 Jahre, nachdem der erste Porsche unter der Konstruktionsnummer der 600 München gebaut wurde. Seinen Traum, Fahrtraum Mazzi, meine Damen und Herren, das ist ein Auto davon. Ein Auto. Walter Winterleitner, die Antonia aus Leoben mit einem Mattis Torpedo aus dem Jahre 23, 4 Zylinder, 1200er, 20 PS. Als Fiat Dedion und Panhard Levasseur Händler machte sich Emil Mattis einen Namen in der Autoszene. Ettore Bugatti baute für ihn das Modell Hermes Simplex. Der Name Mattis kam 1913 erstmalig mit einem 950 Kubikzentimeter in die internationale Automobil-History. Dieser Wagen stammt aus dem Jahr 1923. Adolf und Barbara Schacher-Leitner, erstmalig auf einem 14 Lizzie Roadster im Jahr 23 unterwegs. Das Team Schacher-Leitner fährt meistens Kompressorsportwagen aus den 30er Jahren. Ich denke nur an Lagonda MG und erstmalig mit einem Ford T, der ja insgesamt fast 16 Millionenfach gebaut wurde. Mit verschiedenen Karosserieformen der Zeit von 1908 bis 1927 wurde dieser Wagen gebaut. Ersatzteile sind heute noch alle lieferbar. Bernhard und Hertha Steinbichl, langjähriges Team und die Organisatoren der Sportwagen im KNK-Wertungsfahrt fahren heuer einmal selber. Willis Whippet Overland aus dem Jahr 26, 3,2 Liter. Ein Steier, meine Damen und Herren, mit der Steuer von Diplomstrategie Nordschönleiter, der Otto Beierl. Am Nebensitz ein Steier 12. Das war der erste im Fließband gefertigte Wagen der Marke Steier in Steyr in Oberösterreich.
mit einem 6-Zylinder-Motor aus dem Jahre 26, 1530 Kubik, 6-Zylinder, 30 PS. 6-Zylinder, hat man das 25 Jahre gefunden, da war ein Stromgesteuerungsmotor. Kommerzialer Diplom-Ingenieur Günther Weiß, der Präsident des Oberösterreichischen Motorveteranenclubs, der einen besonderen Applaus begrüßt. Danke, dass ihr dabei seid. Danke für die tolle Organisation. Danke für die exzellente Clubführung mit seiner Gattin Doris auf einem Burg Standard 6 Roadster aus dem Jahre 26, 3,4 Liter Hubraum, 60 PS. Der Burg Standard 6 wurde vom 25-27 vom Burkas Nachfolger der Serie 24 in den USA gebaut. Herbert Meindl und die Gisela auf Engerwitzdorf bei Linz auf ein ESA International Pickup 6 Speeds. Special aus dem Jahre 28. Chicago wurde das Auto erzeugt mit einem massiven Stahlrahmen, 4-Zylinder Waukesha Motor und 6-Speed Spezialgetriebe, also auch die Hinterachse schaltbar für Straße und Gelände. Interessantes Auto, tolle Geschichte. Die schöne Herbert Graf, Christine Klostermann aus Kapfenberg auf einem Fiat 520er Tourer. Aus dem Jahr 28, 6-Zylinder, 2,3 Liter, 44 PS. Der 520 repräsentierte die Mittelklasse der luxuriösen 6-Zylinder-Modelle von Fiat der 20er Jahre, speziell für den amerikanischen Markt gefertigt. Gutes Gelingen! Zeit. Inzwischen kommt die Startnummer 19, Ingenieur Markus Ebert. Anna-Maria Watschinger aus Bad Vöslau auf einen Aston Martin International aus dem Jahre 1930, 4-Zylinder, 15er Motor, 50 PS. Lionel Martin, ein erfolgreicher Rennfahrer und Inhaber der Singauto-Vertretung, baut 1913 einen Rennwagen auf ein Chassis von Isotta Faschini mit kurvendem Simplex-Motor. Ab 1922 gibt es den Aston Martin, die Firma Aston Martin Automobile. 4-Zylinder Motor, 990 Kubikzentimeter Hubraum, 22 PS. Herzlich willkommen, Josef Havel und Ilona Havelova aus Liberec, aus Tschechien. Karosserie Kellner, sehr als interessantes Auto, luxuriöse Aufbauten, Aufbauten. Und dieser kleine Piccolo wurde mit dieser superben Karosserie abgebaut. Die Zentren sind rein, und dieser Wagen der Köln-Tennis-Bolgohari. Die Wagen sind 20 Jahre alt. Startnummer 20, Dr. Winfried Kallinger, Lagonda C3S Tour aus dem Jahr 1930. 1932 und 33 wurde dieser Wagen bei der Köln-Edinburgh Rally gefahren. Seit gut 20 Jahren ist der Wagen in Österreich in der Garage der Familie Kallinger. Bekannt wurde diese Marke auch durch Ernest Hemingway, der dieses Modell gefahren ist. Supersportwagen. Haben wir. Das ist schon der Helmut Hoffmann, Karin Strasser. Tata 57 Sport, 2 plus 2 aus dem Jahr 34, V4-Zylinder Boxermotor mit oben gesteuerter Gebläsekühlung, 1155 Kubik, 18 PS. Und das Besondere, dieser Typ 57 hat einen 4-Zylinder Boxermotor, wurde von 32 bis 35 gebaut. Der Konstrukteur Hans Ledwinker, österreichischer Konstrukteur. 31, 6-Zylinder, 1,7 Liter, 18 PS. Niederberger Josef, nicht mit deinem Sohn, mit dem Alexander, sondern danke für die Info. Servus, schön, dass wir uns wieder sehen. Mercedes-Benz 370 S Mannheim Sport, das ist die 31, 6-Zylinder, 3,7 Liter, 78 PS. Professor Ferdinand Borgsch entwickelt den Typ 300 von 36 bis 30. Chefkonstrukteur Hans Niebel machte daraus den Typ Mannheim. Eine Legende unter Mercedes-Kennern und Sammlern. Die Tatra Werke haben diesen 57A gebaut, und zwar der Nachfolger von Typ 57 des Kleinwagens Typ 12. Und die Front ist mit einer Kühlertappe ausgestattet, wie Sie sehen. Der Wagen hat einen 4-Zylinder luftgekühlten Boxermotor, 1255 Kubik und 20 PS. Das ist schon der Walter Steiner, René Czirk aus Bad Vöslau. Ja,
Ich begrüße Klaus Eschelböck und Brigitte Eschelböck mit einem Morris 8 Tourer. Hat im Jahr 35 Vierzylinder Motor, 914 Kubik, 23 PS. Dieser Kleinwagen mit knapp 1000 Kubik wurde bis 1938 produziert, technisch bis 1948 ohne große Veränderungen gebaut. Morris Typ 8, der Tourer ist 4,2 Liter. Der OP 33 hat einen Hubraum von 4.275 Kubik. Der Mega Drahtstand wurde mit einem einzigen Strom gestartet. Startnummer 28, Eduard Gruber, Monika Gruber, auf ihren Rolls-Rolls. Viel Vergnügen mit diesen Rolls-Rolls aus dem Jahre 1936, Modell Royce, 4,2 Liter. Der oben gesteuerten Reihensechszylinder hat einen Hubraum von 4.257 Kubik, einen längeren Radstand und wurde mit einem einzelnen Stromberg-Vergaser ausgestattet. Von 36 bis 38 wurden genau 1201 Chassis gebaut. So, die Startnummer 1 kommt mit einem Ersatzfahrzeug. Hat der Maxwell leider nicht gewonnen, die Ferra Gessler Rover kommt mit einem Prager. Es ist ein Prager Grand, wie ich sehe. Ein Prager Alpha, ein Sechszylinderwagen, Prager Alpha, ab den späten 20er Jahren gebaut, ist keine Grand-Kühlerfigur, ist eine Alpha-Kühlerfigur. Die Firma Prager, eines der ältesten Automobilfabriken in Tschechien, wurde 1908 erstmalig gegründet. Sie bauten damals verschiedene Lizenzprodukte und ab dem Jahr 1912 das eigene Auto, das war der Typ Prager Grand, der gebaut wurde bis Ende der 20er Jahre, Anfang der Vierzylinder-Version und später dann in der Achtzylinder-Version. Der Typ 110, der hat schon das Vorderrücken des Michael Geisler und Faslev Geisler, nein, nicht Faslev Geisler, sondern Barbara Jessi mit der Startnummer 14 auf einen Skoda 110 CL aus dem Jahre 27, 4-Zylinder, 2 Liter, 30 PS. Die Gründerjahre 1895 bis 24 sind geprägt von diesen Hauptpersonen dieser Zeit, Faslev Laurin und Faslev Clemens. Sie waren begeisterte Cyclisten, das war aus dieser Fahrzeugmarke ist dann später die Firma Skoda gegründet worden. Vorher Laurin und Clemens. Da war ich damals im Jahr 27, 2 Liter, 30 PS. 30 Fahrgestelle, muss man sagen. Ein Mercedes der Luxusklasse kommt jetzt zu uns mit einem langen Radstand. Das ist schon der Georg Nusser, Rittkopf der Eifer Mercedes. Benz 230 Pullman-Limousine aus dem Jahr 36, 2,3 Liter, 55 PS. Ab 37 wurde der Typ 200 und der Typ 230 abgelöst. Die Normalausführung wurden bei diesem Modell nur mehr die langen Fahrgestelle angeboten. Insgesamt wurden bis 1941 20.336 Fahrgestelle, muss man sagen, in 7 verschiedenen Kategorieformen ab Werk angeboten. Doppelstromvergaser vom Solex, 55 PS. 98 PS. Benannte Kanonen wurden von Anfang an von Enrico Bertelli gebaut, Peter von Martin. Er ist schwarz, Brigitte Schwarz, auf einen Aston Martin 15. Das ist ein Typ 1598, oder? Habe ich recht? 1598, nein, habe ich geraten. Ein Sportstourer von Abbey Coachworks, müsste auch stimmen. Habe ich das zweite Mal richtig geraten. Ich glaube, dass die Jahr 38, das weiß ich. 4-Zylinder, 2 Liter, 98 PS, Doppelzündung, Magnet- und Batteriezündung. Der 1598 war erstmalig Standardmodell ab dem Jahr 36. Es wurden kurze und lange Radstände angeboten. 800 Kanten am Alter Kanten aus Bad Fürstau auf einen Standard, stellt eine Automarke aus England, Standard Flying Drophead Coupé aus dem Jahre 39. Von 37 bis 40 wurde dieses Auto gebaut, 4-Zylinder. 42 PS. Unter der Marke Standard wurde eine kleine Fabrik in Kobeli auch das Auto mit einem Einzylindermotor 1903 erstmalig vorgestellt. Die Flying 12 Modelle wurden ab 35 mit dem Pseudostromlinie mit der Standard Flying Linie gebaut. Der Wagen erreichte mit 108 bis 114 km/h deutlich höhere Geschwindigkeiten wie gleichwertige Fahrzeuge. Startnummer 6. Ich begrüße ganz, ganz herzlich auch ein Fahrzeug aus der österreichischen Produktion. Das ist der Herbert Handelbauer mit einem Steyr 4. Aus dem Jahr 21, Hans Lettwinger kam als leitender Konstrukteur von 1917 von der Nesselderwer Wagenfabrik, später Tata zu den österreichischen Wagenfabriksgesellschaft Steyr. Er konstruierte das österreichische Waffenauto. Das wird auch als Waffenauto bezeichnet, das 1920 vorgestellt wurde. Dieser Typ 4 wurde 1921 als Versuchswagen vorgestellt. Der Wagen hat einen
und gesteuerten Vierzylindermotor, Glockengetriebe, wurde von 22 bis 24 insgesamt 950-fach gebaut. Start Nummer 10 begrüße ich den Florian Handelbauer auf Austro 4, aus dem Jahr 1923, Vierzylinder, 2,5 Liter, 32 PS. 1907 wurde in Wien-Floresdorf die Fiat-Werke aus der Fiat gegründet. Zunächst wurden Fiat-Fahrzeuge für die österreichische-ungarische Monarchie montiert. Aus dem Stand österreichische Automobilfabrik AG parallel dazu wurden auch Pkw und Omnibusse gebaut. Dieser Wagen ist ein MGDD-Modell. Startnummer 34. Die Therese Rotschnee, die Ines Witzmann, Manro Classic Automuseum in Koppel mit eines der herrlichen Auto, ein MGDC aus dem Jahr 1949, 1300er Motor, 54 PS. Dieser MG wurde ursprünglich nach Kanada ausgeliefert, ist top restauriert. Der Wagen hat seinen Weg zurück nach Europa gefunden und steht in Manro Classic Automuseum in Koppel bei Salzburg. Startnummer 35. Rolls-Royce Silver Dawn hat im Jahr 1949 schon der Gerhard Haas und Monika Haas. Der Wagen hat einen 4,5 Liter Motor, 6 Zylinder, ca. 130 PS. Erst bot die Firma Rolls-Royce ab 1949 ein komplettes Auto an. Die Qualität bleibt bestehen, wenn der Preis schon längst vergessen ist. Das ist Rolls-Royce. Große Anbieter. Hier in Kurpark. Ich danke Ihnen, dass Sie bei dieser großen Hitze unseren Gästen aus drei Nationen durch Ihre Anwesenheit die Anerkennung entgegengebracht haben. Am Samstag starten wir um 8 Uhr früh. Das ist, würde mich freuen, dass Sie um ca. 17 Uhr wieder hier in Werden im Kurpark vor dem Kongresshaus Badischl wieder begrüßen zu dürfen.